Hello, Fans and Friends, let's dance. Ein ganz normaler Trainingstag bei Shake und Tanz. Die berühmte Hamburger Männer Dance Group ist gerade dabei, eine neue High-End Performance zu lernen. Und Hands up in the air. Coach Oliver erklärt. Das ist der Space Jumper 3000. Hopp, kommt aus dem Ballettbereich. Hopp, hopp, das ist eine sehr anspruchsvolle Gruppenperformance, ne? Müsst euch ein bisschen konzentrieren. Ihr seid nämlich die Five Peoples on the Floor. Ja, Entschuldigung, aber für eine Übung mit Five People on the Floor musst du auch erstmal Five People on the Floor haben. Wieso? One, two, three, four. Sag mal, wo ist denn jetzt schon wieder Jan? Zur gleichen Zeit im Haus von Hartmut Brasch, dem exklusiven Sponsor von Shake und Tanz. Jannis Hoffmann, der persönliche Lieblingsdancer und häufige Gast des Geldgebers, erhebt offensichtlich Widerworte gegen seinen Förderer. Kommt sie das Ding jetzt aus? Jannis! Ich muss jetzt wirklich los. Ich bin schon viel zu spät zum Training. Sorry. Jannis, du komm. Also, ja, hallo. Das ist jetzt nicht das, was Sie denken. Aber der Jannis, der kapiert das einfach nicht. Und das Bein? Kein guter Tag für Jannis Hoffmann. Erst der heftige Streit mit dem wichtigen Sponsor und dann wieder mal viel zu spät zum Unterricht. Du siehst, dass wir gerade beim Training sind, ne? Ja, ich könnte nicht vorstellen, bei Herrn Brasch, der war, ich kann nicht vorstellen, was der Jannis, von mir wollte. Jannis, bitte. Ewig deine Extrawürste, weißt du? Das geht mir ganz schön auf den Sender. Eiserne Disziplin, das ist das Geheimnis meines Erfolges. Und wer hier bei mir in der Kaderschmiede nicht mitmacht, nicht spurt, ne, der flieht. Turn each other in the face. Dankeschön. Da hinten. Da hinten, an die Wand. Allein? Nur zu verständlich, dass der Dance-Captain hier sofort zu harten Sanktionen greift. Die beliebte Partner-Performance Flooring darf Jannis heute nur im Single-Modus praktizieren. Jannis, auch wenn du jetzt keinen Partner hast, musst du dir einen imagine. So, Freunde, das ist der High Flyer 4000. Und hier achtet bitte auf die Füße. Füße? Ne, das ist das Long Legs Traxing. Füße sind spitz. Oh, lauter, Dance People, ich kann noch nicht hören. Die Füße immer spitz. Die Füße immer spitz. Das gefällt auch Hartmut Brasch. Der Premium-Sponsor hat überraschende Neuigkeiten. Bielefeld will einen Tänzer kaufen. Ich meine, die sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Die sehen natürlich, was sie hier für Tänzer anzüchten. Ja, aber wieso hast du sie einfach losgelassen? Das hab ich nicht. Aber Brasch hat eine kleine Rede vorbereitet. Okay. Los, Krause, los, ab! Line up, boys! And step up! Ich habe eine sehr gute Nachricht. Es wird einen Dancer-Transfer geben. Ja, das sind jetzt mal wirklich gute News. Da will mich Bielefeld nun endlich in die Mannschaft holen. Und ich erfahre es als Letzter hier jetzt beim Tanzen. Aber gut, das ist Showbiz, ne? Wer wird es sein? Wir haben hier ausgezeichnete Ware. Wenn der Dance-Captain mich abkommandiert nach Bielefeld, dann geht es los. Aber zack, zack, aye, aye, Captain, sag ich da. Ich glaube eher, dass ich nach Bielefeld gehe, weil Streetdance im Moment das große Thema ist. Also, das ist der Hot Shit. Und wenn ich helfen kann, bin ich natürlich gern dabei. Wer wird es sein? Wer ist derjenige, der verkauft wird? Sellout bei Schattentanz? Oder ist es mehr? Ist es eine Chance? Klar, wenn man in einer anderen Liga sich bewegen kann, dann wehrt man sich jetzt nicht. Ne? Herr Krause, lassen Sie mich an die Jungs. Hier! Die Boys von Shake und Tanz können es vor Spannung kaum aushalten. Wen hat der Megasponsor Dichtungstechnik Brasch so plötzlich verkauft? Oder will Hartmut Brasch einfach nur jemanden loswerden? Die Entscheidung ist zugunsten des Top-Dancers Jannis gefallen. Du wirst befehlen. Viel, viel Glück. In Bielefeld. Ah, werde ich vermissen. Danke. Nicht jeder der ehemaligen Kollegen versteht diesen Schachzug des Sponsors. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich in Bielefeld gegen Jannis breakdancen muss, dann wird mir schon übel. Aber gut, da müssen wir jetzt alle mit klarkommen. Das ist Profi-Dancing. Werdet mir fehlen.
der kann doch voll froh sein, dass er jetzt hier weg ist. Ich meine, ich habe das ja echt gemerkt. Das ist ja voll der Private Dancer da von unserem Sponsor geworden. Liegt die Zukunft von Shake und Tanz jetzt am Boden? Die Sachen sind schnell gepackt. Der Transfer beschlossene Sache. Jannis ist raus. Ich dachte ja, das hat man noch, Herr Brasch, noch irgendwie sauer auf mich wegen heute Morgen. Ne? Der hat ja. Ich freue mich so. Geht nach Bielefeld. Adelaide, ab! Kann Shake und Tanz den Verlust von Top-Dancer Jannis verkraften? Es bleibt spannend. Hier bei Shake und Tanz.